Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Final Fantasy 16 und wir kümmern uns jetzt um die Monster vom Jagdbrett und beginnen heute mit der Engel des Todes, Klassifizierung C. Wo finden wir das ganze Ding? Sonnenpfad in Sanbreak und ihr solltet natürlich, um das zu machen, das Jagdbrett freigeschaltet haben. Kriegt man im Laufe der Hauptstory das schwarze Omen und dementsprechend hat man dann auch das erste Monster eigentlich besiegt. Wie wir jetzt den Engel des Todes finden, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Die Information, die wir bekommen haben, ist, es handelt sich um eine geflügelte Harpie. Ich glaube, Harpien sind eigentlich immer geflügelt, egal. Und Sonnenpfad, dort finden wir es. Also reisen wir nach Nordstedt und von dort aus begeben wir uns nach unten Richtung Süden, denn dort ist der Sonnenpfad. Dieses Areal ist relativ groß. Ich zeige euch aber, wo ihr unseren, ja, berüchtigte Gefahr, nennt sich das, wo wir die berüchtigte Gefahr dann finden. Wer schon ein Schokobo hat, der kann natürlich dorthin reiten, macht die ganze Sache wesentlich schneller. Ihr müsst euch hierhin begeben, wo ich jetzt bin. Ja, ihr seht es hier auf der Karte. Und von dort aus solltet ihr die Harpie schon sehen. Und wenn wir uns diesem Gegner nähern, dann startet eine kleine Cutscene und wir bekommen dann die Information, wie unser Gegner eigentlich heißt. Denn das ist gar nicht der Engel des Todes, sondern das ist Aruna. Rang C, wie gesagt, 6200 Gil kriegen wir und 10 Ruhm, wenn wir Aruna besiegen. Und der Kampf ist eigentlich relativ einfach. Stufe 27, in meinem Fall war ich hier schon Stufe 28 und dementsprechend war der Kampf jetzt nicht sonderlich kompliziert. Wir hatten im Laufe der Hauptstory hier ja auch schon den ein oder anderen Gegner, der ähnlich war, wenn wir uns da an Benedicta erinnern, die drei davon ja auch schon mal beschworen hat. Und wir dementsprechend die Angriffsschemen kennen. Hat sich hier auch nichts geändert. Ja, immer physische Angriffe aus der Luft und dann ab und zu mal ein Zauber, der aber zeigt, wo er lang geht. Ja, also da haben wir auch genügend Zeit zum Ausweichen, zum Kontern etc. Wenn wir dann über die Hälfte der Leben abgezogen haben, dann ändert sich das Angriffsschema so ein ganz klein bisschen und ab und zu gibt es, ich nenne es jetzt mal so, Luftminen aus der Erde. Ja, so ein kleiner anderer Zauber. Und diese Wirbelattacke. Das war's aber. Mehr hat Aruna dann nicht auf dem Kasten. Generell die Angriffe sehr, sehr langsam. Und den Schaden, den Aruna hier austeilt, der, ja, bleibt auch, ja, grenzwertig schwach. Also sollte, denke ich mal, überhaupt gar kein Problem sein, Aruna hier mit dem Limitrausch oder mit euren Fertigkeiten, je nachdem, was ihr drin habt, zu besiegen. So, zu guter Letzt haben wir nochmal gesehen, wie diese Luftminen aussehen. Ich nenne sie jetzt mal so. Dieser kleine Zauber, den man auch ganz einfach ausweichen kann. Wir bekommen 350 Erfahrung, 40 Fertigkeitspunkte, unsere 6200 Gil und die 10 Ruhm und ein getrübtes Auge als Beute. Und dementsprechend haben wir und ihr dann hoffentlich Aruna besiegt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, freut euch auf die anderen Jagdaufträge. Herr Arbeit bedankt sich wie immer fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.